im Schwarzwald ist eine Gemeinde im mittleren Schwarzwald im Nordwesten des Schwarzwald-Baar-Kreises. Der Luftkurort ist auch als ein Zentrum des Wintersports bekannt. Schonach mit den Ortsteilen Rohrharzberg ist 1970 eigenständige Gemeinde und Schonachbach unterhalb Triberg gelegen, zählt zu den größten Dorfgemeinden des Schwarzwaldes und liegt in einem der schönsten Hochtäler, 600 bis 1164 Meter über dem Meer, Ortsmitte 850 Meter. Das Landschaftsbild zeigt mannigfache Abwechslung an Erhebungen und Senken und wird durchzogen von Wäldern, Wiesen und Weideflächen, von Heiden und Hochmooren. Geologisch gehört die Gemarkung dem Triberger Granitmassiv an, wobei sich durch Felshäufungen größere und kleinere Wasserfälle gebildet haben, so an der Gutach, der Schonach, der Els und dem Altisbach. Die bioklimatischen Verhältnisse entsprechen von Mai bis September einem Schonklima, von Dezember bis März einem Reizklima, was zur Prädikatisierung Schonachs zum Luftkurort führte. Ansprechende Temperaturverhältnisse im Sommer und im Winter bieten beste Erholungsmöglichkeiten und durch den Skisport, Juniorenweltmeisterschaften und Weltcup-Veranstaltungen in der nordischen Kombination wurde Schonach zum Skidorf Nummer 1 des Schwarzwaldes. Das Wappen der Gemeinde zeigt in Silber aus einer goldenen Mondsichel wachsend die Mutter Gottes, in der linken Hand das Jesuskind tragend, in der rechten Hand ein Zepter. Zum ersten Mal 1931-32 umgebaut. 1935 wurde die Schwarzwaldmeisterschaft zum ersten Mal ausgetragen. Im Jahr 1937 wurde die Schanze vergrößert. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man die Langenwaldschanze wieder aufgebaut. 1955, 1963 und 1967 wurde sie nochmals umgebaut. Seit dem Jahr 1967 wird der Schwarzwaldpokal ausgetragen und seit dem Jahr 1985 wird er im Rahmen des Weltcup der Nordischen Kombination veranstaltet. 1979 und 2001 hat man die Schanze erneut umgebaut. In den Jahren 1981 und 2002 fanden auf der Schanze die Juniorenweltmeisterschaften statt. Um die Schanze und den Schwarzwaldpokal zu erhalten, wurde die Schanze 2010 für 2,25 Millionen Euro vergrößert. Der erste Spatenstich war am 30. März 2010. Die Bauzeit betrug 9 Monate. Die neue Hillsize beträgt 106 Meter. Am 5. Januar 2011 wurde die neue Schanze feierlich eingeweiht. Anfang Januar 2012 sollte eine Skispur